Guten Tag, Frau Fiedler. Guten Tag, Frau Bauer. Guten Tag. Hallo. Frau Bauer, Sie schreiben für die Stuttgarter Zeitung. Das ist ja fast ein Heimspiel hier. Und das Medium Magazin hat Sie schon viermal unter die Journalisten des Jahres gewählt und zuletzt 2018 auf den ersten Platz. Frau Fiedler, Sie sind politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und Sie haben die AfD ganz genau auf dem Weg in den Bundestag beobachtet und auch darüber hinaus. Und das Medium Magazin hat Sie unter die Journalisten des Jahres gewählt. Frau Bauer, gerade ist bei Klett Cotta Ihr Buch Die Methode AfD mit dem Untertitel Der Kampf der Rechten im Parlament auf der Straße und gegen sich selbst erschienen. Sie beobachten unter anderem die innerparteilichen Auseinandersetzungen um den Flügel, dessen Vertreter durch mehr oder weniger rechtsradikale Äußerungen versuchen, die eigene Partei zu unterwandern. Die Spaltung der AfD ist ihr großes Problem. Nach dem Bundesparteitag der AfD muss man wohl fragen, hat Geflügel jetzt die Partei übernommen? Dann hätte die Partei ein Problem weniger. Was sagen Sie dazu? Was wir beim Parteitag in Dresden gesehen haben, war eigentlich, je länger der Parteitag gedauert hat, eine klare Demonstration der Stärke von der Flügelführungsfigur Björn Höcke. Also ihm ist es da mit verschiedenen Wortmeldungen gelungen, das Wahlprogramm, das er an diesem Tag debattiert und oder an diesen beiden Tagen debattiert und verabschiedet worden ist, klar zu radikalisieren. Er hat sich da nicht immer durchsetzen können, aber er hat gezeigt, welchen Anspruch er hat, nämlich die Macht zu erringen. Und ein Beispiel, an dem man das beim Parteitag ganz gut sehen konnte, wie überraschend das auch für die Anhänger Jörg Meutens war, also dieser Erfolg oder diese Gefolgschaft. Es war zum Beispiel die Debatte um die Migrationspolitik, ist ja eigentlich ein wichtiger Punkt im Wahlprogramm der AfD. Und Höcke hat sich da für einen ultraradikalen Antrag ausgesprochen für ein Migrationsmoratorium. Das hätte bedeutet, also kompletter Zuwanderungsstopp für alle Menschen, die nicht 5 Millionen Euro für eine Investition mitbringen. Und dieser Antrag hat tatsächlich eine Mehrheit gefunden. Also es wurde ins Parteiprogramm, ins Wahlprogramm reingestimmt. Und nur weil man sich dann hinter den Kulissen noch geeinigt hat, kam es zu einer neuen Abstimmung, in der das ein bisschen korrigiert wurde. Aber für Höcke war das ein Riesenerfolg, machttaktisch und inhaltlich. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen, dieser Riss, der durch die AfD geht, zieht sich bis in die Spitze. Und auch jetzt die Aufstellung der Spitzenkandidaten, die ja von der Basis gewählt werden sollen, zeigt, also die Zeichen aus dem extrem rechten Lager des offiziell aufgelösten, aber existenten Flügel stehen nur auf Angriff. Frau Fiedler, die AfD hat bisher wohl prozentual meist Unzufriedene angesprochen. Wie wird sich ihre Anhängerschaft entwickeln, wenn diese Partei sich mit ihren Forderungen immer mehr sich der Fundamentalopposition zuwendet? Austritt Deutschlands aus der EU, aus dem Euro für Grenzkontrollen, also gegen Schengen, Verboten von Minaretten, Ende des Lockdowns und auch gegen die Maskenpflicht in dieser Pandemie und dann auch noch den Familiennachzug der Flüchtlinge zu verhindern. Wie wird sich das auswirken im Wahlkampf? Also die AfD macht ja eigentlich schon immer fundamental Opposition, auch wenn sie das selbst nicht so zugeben würde. Es ist ja schon in ihrem Anspruch begründet, die einzige Alternative zu sein zu den von ihr verhassten Altparteien. Und das bedeutet dann aber auch, dass sie eben immer eine Position hat oder auch haben muss, die sich fundamental von dem unterscheidet, was die anderen Parteien anbieten. Deswegen ist sie dann gegen den Euro, für den EU-Austritt, findet es nicht nötig, den Klimawandel zu bekämpfen, will die Maskenpflicht abschaffen. Und das ist alles auch gar nicht neu. Sie schreibt es nur jetzt eben auch in ihr Wahlprogramm hinein. Man sieht aber auch, dass für die AfD immer noch nicht so richtig klar ist, welche Strategie sie eigentlich in diesem Wahljahr jetzt fahren will, beziehungsweise welche Wähler sie genau erreichen will. Deswegen macht sie so ein bisschen beides. Also einerseits hat sie diese radikalen Forderungen im Wahlprogramm, die ja wirklich nochmal sehr deutlich machen, wo sie steht. Und auf der anderen Seite hat sie eine Wahlkampagne, die heißt Deutschland aber normal, wo es darum geht, dass die AfD sich eben selbst als normal präsentiert und sich selbst auch ein Stück weit verharmlost. Und dass sie so auch diese Parallelstrategie fährt, liegt eben daran, dass es in der AfD immer noch unterschiedliche Auffassungen davon gibt, welche Wähler man eigentlich erreichen will.
Also einerseits, das Lager um Jörg Meuthen möchte gerne die ehemaligen CDU- und FDP-Wähler erreichen. Da glauben sie, dass sie dort eben noch was abgreifen können. Und der Flügel möchte darauf setzen, Nicht-Wähler zu erreichen und die AfD als neue Arbeiterpartei zu positionieren. Und das sind eben zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Und generell muss man aber sagen, weil Sie sagten, Unzufriedene angesprochen, das stimmt, aber die AfD hat auch mittlerweile eine Kernwählerschaft von, wir glauben, 7-8%, die die AfD wirklich ganz aus Überzeugung wählen, wo es auch nicht trotz, sondern darum geht, dass also nicht trotz der Radikalität der AfD, sondern auch genau deswegen. Und für die AfD geht es eben jetzt darum, über diese Kernwählerschaft hinaus zu mobilisieren. Und da, wie gesagt, ist sie sich eben immer noch nicht sicher, was da die richtige Strategie eigentlich ist. Mhm. Frau Bauer, Gemäßigtere in der Partei akzeptieren die Agitation des Flügels, das mehr oder weniger stillschweigend, da sie es vorziehen, mit dem Flügel nicht in Konflikt zu geraten. Ist die Spaltung der Partei damit nicht vorprogrammiert? Naja, wenn man sich die Geschichte der AfD seit der Gründung anschaut, dann war also so ein Stück weit Radikalisierung schon in der Partei immer angelegt. Und sie hat sich auch schon zu Lucke's Zeiten nach rechts nicht genügend abgegrenzt oder nicht glaubwürdig abgegrenzt. Und außerdem, also Alexander Gauland hat es in einem sehr frühen Aufsatz mal deutlich gemacht, dass die Partei schon nicht lange nach ihrer Gründung zwei Parteien in einer war und so einen Spagat zu überwinden hatte. Und der Flügel, der sich ja 2015 gegründet hat, hat im Prinzip als Radikalisierungsmotor da funktioniert. Also die Sprache hat sich gewandelt, die Themenschwerpunkte haben sich verschoben. Also wenn wir zum Beispiel an die Gründungszeit denken, da war es eigentlich ja eine eurokritische Partei. Und mit dem Sommer 2015 hat sich das Megathema Migrationspolitik, mit dem die Partei ja dann auch extrem erfolgreich war, in den Mittelpunkt geschoben. Die Partei hat sich aber mit dieser Radikalisierung auch personell verändert. Deshalb weiß ich gar nicht, ob so viele Leute jetzt in der Partei sozusagen mit der Faust in der Tasche schweigen. Also die Partei hat immer radikalere Köpfe aufgenommen und die haben immer mehr an Einfluss genommen und der Flügel ist es auch gewesen, der die Vernetzung auch als Bewegungspartei zur Straße hin betrieben hat. Und nochmal zu dem Schweigen, also es gab durchaus mehrere Versuche in der AfD, so ein organisatorisches Gegengewicht zu bilden, also eine Gegenströmung, ja, zum AfD der Mitte oder es gab den Appell der 100. Und man hat zum Zeitpunkt dieser Bestrebungen schon bei Abstimmungen und Personalentscheidungen dann in der Folge gesehen. Der Flügel mochte zu dem Zeitpunkt nicht die Mehrheit in der Partei haben, aber es ist für Leute, die sich so positioniert haben, zunehmend schwierig geworden, gegen den Flügel etwas zu werden. Also dazu schon waren damals, schon 2017, die Allianzen zu stark. Und derzeit sehen wir eine Partei, in der es inhaltliche Konfliktlinien gibt. Und ja, also aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so, dass die Leute, die sich als gemäßigt verstehen, schweigen. Nur es gelingt ihnen halt nicht, die Geschicke der Partei zu dominieren. Mhm. Frau Fiedler, sucht man mit Google nach AfD, wird die Website dieser Partei im Suchergebnis ganz oben angezeigt, zusammen mit dem Claim, zitiere, Alternative für Deutschland. Demokratische Partei und Bürgerbewegung gegen die undemokratische und rechtswidrige Willkür der etablierten Altparteien. Zitat Ende. Was ist an dieser Partei demokratisch? Die Kritik an den anderen Parteien, Zitat, undemokratische und rechtswidrige Willkür, Zitat Ende, folgt dem üblichen Diskurs, etwas Falsches behaupten, Zustimmung erhoffen und damit eine einfache Lösung anbieten. Also reiner Populismus. Ja, es gehört ja zum Selbstbild der AfD, sich als besonders basisdemokratisch darzustellen und als Rechtsstaatspartei. Und es ist schon
eigentlich seit längerem ihre Strategie, die Bundesrepublik als Diktatur darzustellen und sich selbst als verfolgte Opposition. Also das hat man jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass sie von der Corona-Diktatur spricht. Man hat es aber auch schon im Landtagswahlkampf 2019 gesehen, wo sie von einer DDR 2.0 gesprochen hat, die hier angeblich existieren würde. Und darin liegt eigentlich auch das Gefährliche. Also sie greift die Demokratie von innen heraus an, indem sie demokratische Entscheidungsprozesse durch diese Rhetorik eben diffamiert und demokratische Institutionen in Deutschland auch verächtlich macht. Und das ist auch Teil der Methode AfD, was ja auch der Titel unseres Buches ist. Also ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel den AfD-Vize Stefan Brandner, der am Rednerpult im Bundestag versucht hat, zum Beispiel Zweifel an der Briefwahl zu sehen. Und er stellte da den anderen Parteien im Bundestag an dunklen Ideen und Plänen zur Briefwahl herumzudoktern, um die Wahlergebnisse in ihrem Sinne beeinflussen zu können. Also das ist im Grunde eine Verschwörungstheorie. Aber indem die Partei ihren Anhängern immer wieder suggeriert, man befinde sich nicht in einer Demokratie, führe einen Kampf gegen das System, legitimiert sie ja auch Widerstand. Und das ist auch die Befürchtung oder die Gefahr, die der Verfassungsschutz an der Stelle sieht, dass er sagt, dass das am Ende dann auch zu Gewalt führen kann, beziehungsweise dass zumindest Gewaltanwendung dann, wenn man mit so einer Rhetorik auch Hass und Widerstand schürt, dass dann Gewalt nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Mhm. Frau Bauer, ich gucke mir die Webseite der AfD nun wirklich nicht regelmäßig an, aber einmal, als ich sie angeguckt habe, war das Wahlprogramm auf der Webseite schon drauf, aber 2 Stunden, 8 Minuten zum Anhören. Ist das eine Masche, dass man sich das anhören muss so viel? Nee, das glaube ich nicht. Also das, eigentlich stellt die AfD ihre Programme zur Verfügung. Ich nehme an, es ist vielleicht tatsächlich eine niedere Barriere, dass man es sich auch anhören kann. Aber wenn das Programm beschlossen ist, kommt es eigentlich in gemessener Frist dann auf die Seite und wird ja auch verteilt. Das wird natürlich als Text auf der Seite sein, das nehme ich auch an. Aber dass man sich ein ganzes Wahlprogramm 2 Stunden lang anhört und sich davon berauschen lässt, ich glaube, das ist die Mache. Das machen die anderen Parteien nicht so. Okay. Ja, also wir wissen ja nicht, ob es tatsächlich irgendeinen Menschen gibt, der sich's anhört. Für die ganz großen Fans ist es vielleicht was. Ja, ich meine nur, damit will ich natürlich darauf hinaus, dass die AfD natürlich furchtbar viel mit Videos arbeitet. Extremer eigentlich als die anderen Parteien, dass sie ihre Stellungnahmen im Bundestag immer sofort irgendwie auf den sozialen Medien streuen als Verstärkung. Ja, das ist die Strategie der Gegenöffentlichkeit oder die Methode der Gegenöffentlichkeit, die AfD für sich erzeugt. Also ist eine ganz wichtige Methode der Partei im Bundestag, die auch vorher von keiner anderen Partei so angewendet worden ist. Also dass tatsächlich genau wie Sie sagen, Videos, also alle Reden, die im Bundestag gehalten werden, stehen ja auf der Website des Bundestags öffentlich zur Verfügung, die kann man sich auch immer anschauen, ist eigentlich auch ein tolles Angebot. Was die AfD macht, ist, sie hält ihre Reden schon, sagen wir mal, nicht nur für den, also sie hält ihre Reden schon ganz deutlich für die Galerie und auch zum Teil einfach als Provokation im Wording, im Aufbau der Reden, um sie dann im Internet zu nutzen, aber nicht als Teil einer Debatte, sondern so beschnitten oder so eben mit Begrenzung, dass man einfach das sieht, was die Partei jetzt loswerden möchte als Botschaft und auch mit entsprechenden Überschriften. Und so bespielt die Partei die sozialen Netzwerke und ist damit extrem erfolgreich. Ich finde den Ausdruck etablieren einer Gegenöffentlichkeit sehr gelungen. Frau Fiedler, kaum sind die Abgeordneten der AfD im Bundestag 2017 angekommen, versprach Alexander Gauland, dass wir werden uns unser Land, Zitat, und unser Volk zurückholen. Wer hat der Partei das Volk weggenommen?
Also der AfD hat natürlich niemand ihr Volk weggenommen, aber was sie meint in diesem Moment ist eigentlich, dass sie sich in einem Kulturkampf befindet oder dass sie eigentlich die Rechte in Deutschland insgesamt in einem Kulturkampf wähnt. Also die AfD möchte ja eine ethnisch und kulturell möglichst homogene Gesellschaft, wobei sie das selbst nicht so offen sagt. Ihr schwebt ein Deutschland vor, in dem in dem die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie das Leitbild ist, in dem Männer und Frauen ganz natürlich zwei verschiedene Rollen haben, in denen die D-Mark wieder da ist, in dem Deutschland aus der EU ausgetreten ist und in dem, wenn nötig, auch ein Zaun um die deutsche Grenze gebaut wurde. Und sie möchte auch, dass in Deutschland in den Schulen vor allem ein positives Bild von der deutschen Geschichte vermittelt wird. Und Klimaschutz sollte aus Sicht der AfD eigentlich keine Rolle spielen. Also man sieht da schon, die AfD hat eine Vorstellung von einem Deutschland, die sich deckt mit einer idealisierten Vergangenheit, die es so vielleicht nie gegeben hat, die AfD aber wieder herstellen möchte. Und das ist eigentlich das, was sie damit meint, mit diesem Zurückholen. Und wann aber dieser Punkt ist, dieser idealisierten Vergangenheit, die sie eigentlich gerne wieder hätte, das ist nicht ganz klar. Also Parteichef Meuthen sagte letztens mal 2005, also vor der Kanzlerschaft von Angela Merkel, andere würden sich vielleicht sogar vor 1968 vorstellen, weil ja eigentlich die Entwicklungen nach 1968 das sind, was die AfD gerne wieder zurückdrehen würde, was sie auch ja vehement ablehnt, diese gesellschaftlichen Entwicklungen seitdem. Und wenn man auf der Suche ist nach einem Vorbild, wie die AfD Deutschland am liebsten hätte, dann würden viele AfDler vor allem im Osten wahrscheinlich bei Ungarn ankommen, also ein Land, was einen elektrifizierten Zaun an seine Grenze gebaut hat und das Recht auf Asyl quasi abgeschafft hat. Und da hat auch der neurechte Ideologe Götz Kubitschek mal zu mir gesagt, der ungarische Staat sorge dafür, dass das Ungarn das Land der Ungarn bleibe. Und das wünscht sich die AfD für Deutschland. Das ist der Kulturkampf mit all diesen Facetten, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist eigentlich damit gemeint, wenn es darum geht, sich das Land und das Volk zurückzuholen. Frau Bauer, der Erfolg der Agitation der neurechten Partei im Bundestag war auch die Verblüffung der bisherigen Parteien im Bundestag, dass am ganz rechten Rand plötzlich 92 Abgeordnete auftauchten. Gab es Gründe dafür, dass die Parteien darauf nicht vorbereitet waren? Also sie waren, glaube ich, schon darauf vorbereitet, dass die AfD da auftaucht. Das konnte man ja, zeichnete sich ja deutlich vor der Bundestagswahl ab. Und man konnte eigentlich ja auch in Landesparlamenten schon verfolgen, wie sich dann die Fraktionen dort gerieren. Und das ist das, worauf Sie wahrscheinlich anspielen, also dieser Schock dann doch über das Verhalten und über die Auftritte der Parlamentarier der AfD. Und sagen wir mal, ein bisschen banale Erklärung, die mehrere Abgeordnete im Prinzip eingeräumt haben, ist, in der Zeit, in der man sich hätte strategisch vorbereiten können, war Wahlkampf und man ist da in seinem eigenen Tunnel. Außerdem ist eine Fraktion als Gebilde ja jeweils in so einer Art Interregnum im Wahlkampf, also die muss sich dann auch wieder neu bilden. Es haben allerdings auch tatsächlich, also die Grünen zum Beispiel, haben sich schon in den Landtagsfraktionen vernetzt. Ich glaube aber, der entscheidende Punkt ist, trotz dieser Vorbereitung hat man auch zum Beispiel bei den Grünen nicht geahnt, in welcher Dimension die AfD den Bundestag verändern würde. Also zum Teil gab es auch schon die Hoffnung, wenn die einmal im Hohen Haus angekommen sind, dann wird sozusagen der Raum, der parlamentarische Anstand, alles, was man auch mit Respekt vor Institutionen verbindet, diese Partei etwas zähmen und mäßigen. Jetzt kann man aus heutiger Sicht sagen, das ist aber echt naiv gedacht gewesen. Das würde ich nur zum Teil bejahen wollen, weil es ist auch ein konstitutiver Gedanke, wenn man der Grundidee der repräsentativen Demokratie folgt. Die ist ein System, in dem es um Streit geht. Ja, das ist der Kern, es geht um Streit um die beste Lösung. Aber dieser Streit geht auf einem, wenn man streitet, muss man auf einem gemeinsamen Boden gehen können. Und das ist die grundsätzliche Gutwilligkeit im Umgang mit dem politischen Mitbewerber. So hat die Auseinandersetzung bisher funktioniert. Ja, mit Tricks, ja, mit auch mal harten Worten und auch Zuspitzungen, aber in einem Rahmen, der sich auch gesetzlich gar nicht festschreiben lässt, nämlich der Anstand derer, die unterschiedlicher Meinung sind, aber das System an sich
gemeinsam für tauglich und schützenswert halten. Mhm. Und jetzt sieht sich das Parlament einer Partei gegenüber, die den Parlamentarismus ein Stück weit auch benutzt, um die Demokratie von innen heraus anzugreifen. Also ein Zitat, das ganz gut veranschaulicht, stammt von Marco Buschmann, vom parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, mit der einer von vielen ist, mit denen wir gesprochen haben für unser Buch. Und der hat uns gesagt, mit der AfD ist zum ersten Mal die Idee ins Parlament zurückgekehrt, dass wir nicht mit Argumenten den sportlichen Wettbewerb um die beste Lösung führen, sondern uns in einem Kampf befinden. Alle anderen sind nicht Wettbewerber, sondern Feinde, die vernichtet werden müssen. Mhm. Frau Fiedler, Sie weisen anhand vieler Personen und charakteristischer Vorgänge nach, dass die AfD eine Abgrenzung von ihrem rechtsextremen Rand in der misslungen ist. Die Taktik nach außen Ängste schüren funktioniert auch im Innern der Partei? Ja, das ist tatsächlich so, auf unterschiedliche Arten. Und das ist zum Teil auch ein Grund für die Radikalisierung der AfD. Also wir haben einerseits, also wenn wir mal das Stichwort Untergangsstimmung nehmen, es ist so, dass in der AfD eigentlich auch unter den Mitgliedern der Eindruck immer aufrechterhalten wird, dass sozusagen die Islamisierung Deutschlands immer kurz bevorstehen würde. Ich erzähle dann immer ganz gerne ein Beispiel aus dem Landtagswahlkampf in Bayern vor ein paar Jahren, wo ich mal zu einem AfD-Stammtisch mitgehen konnte, ohne zu sagen zu müssen, hallo, ich bin Journalistin, ich dürfte einfach an der Ecke sitzen und zuhören. Und da war ein selbsternannter Koranexperte dann als Vortragender geladen, der kein echter Experte eigentlich war, aber sich seine Expertise aufgrund seiner Koranlektüre zugetraut hat. Und nachdem der dann geendet war, waren die Teilnehmer dann ganz konsterniert und sagten, oh Gott, in 10 Jahren ist ja alles zu spät, wir sind verloren, es ist vorbei. Sie haben das in dem Moment wirklich geglaubt. Es war nicht geschauspielert, sondern die Mitglieder dieser Partei haben wirklich geglaubt, wenn hier nichts passiert, dann ist in 10 Jahren Deutschland verloren, so ungefähr. Und das ist natürlich ein Gefühl, was auch in den sozialen Netzwerken geschürt wird, was eben auch bei Stammtischen dann weitervermittelt wird und was natürlich zu einer Radikalisierung beiträgt. Wenn man diese Ängste hat, dann ist man natürlich auch weniger tolerant. Und das ist natürlich ein Gefühl, was auch geschürt werden soll. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch zum Teil die innerparteiliche Auseinandersetzung. Da haben wir den Flügel. Katja hat es vorhin schon gesagt. Zum Teil ist der Flügel in der Lage, auch Leute, die gegen ihn sind, dann in dem Sinne zu verhindern, dass die vielleicht den Listenplatz nicht bekommen, den sie wollen oder nicht in eine bestimmte Position kommen. Also es gibt auch Angst vor den innerparteilichen Konkurrenten. Und dann haben wir aber ja auch noch die Angriffe, die AfD natürlich von außen erfährt, die berechtigte Kritik, aber auch Angriffe ansonsten, die wiederum eine Wagenburg-Mentalität auch schaffen, die Partei dann auch trotz der innerparteilichen Schwierigkeiten dann wiederum zusammenschweißt, was dann auch wiederum zur Radikalisierung beiträgt, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man wird von außen nur angegriffen, aber man ist ja eigentlich irgendwie im Recht. Also es finden da so ganz spannende Mechanismen statt und da ist Angst natürlich ein wichtiger Faktor dabei. Aus Ihren Antworten geht deutlich hervor, dass der Flügel nicht locker lässt. Ein Staatsbürgeraufschlag steht im Rentenkonzept, das im Juni 2018 vorgestellt wird. Auch beim Kyffhäuser-Treffen 2018 in Burgscheidungen klingen erneut fremdenfeindliche Töne an und die Gemäßigteren um den Parteichef Jörg Meuthen schweigen. Aus Opportunismus, aus Angst oder ist das im Endeffekt doch irgendwo auch Zustimmung? Also die für den Flügel seligen Zeiten 2018, die Sie da ansprechen, da muss man ja, wenn man sich erinnert, auch sagen, da hat Herr Meuthen nicht, also da gab es keine gemäßigteren Parteichef Meuthen, sondern Jörg Meuthen war zu der Zeit ganz dicke mit dem Flügel und hat ihn kurze Zeit später als integralen Bestandteil der Partei bezeichnet. Und
Meuthen selbst ist ja jemand, das vergisst man jetzt vielleicht so ein bisschen, der sich doch stark gewandelt hat. Ne? Er war selbst Flügelunterstützer und erst als es 2020 um den Verfassungsschutz ging und Meuthen befürchtete, dass der Flügel als Strömung in der Partei dazu führt, dass die Partei als Ganzes, als Verdachtsfall in Beobachtung genommen wird, dann hat er angefangen, sich zu distanzieren und hat versucht, also hat dann, der Flügel hat sich ja selbst aufgelöst, aber Meuthen hat diese Auflösung ja betrieben und hat einen distanzierten Standpunkt eingenommen und hat auch der Partei da die Leviten gelesen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand ergründen kann, wie sicher diese inhaltliche Wandlung ist von Herrn Meuthen. Auf jeden Fall ist sie halt strategisch wichtig, weil auf diese Weise, ja, mit dieser Form der Abgrenzung, ist es ja auf jeden Fall ein Versuch gewesen, den Rest der Partei reinzuwaschen und sozusagen den Flügel wie so eine Bad Bank zu nehmen. Mhm. Und das hat nun nicht verfangen, also mit dieser Idee, das muss man jetzt, glaube ich, schon deutlich sagen, ist Jörg Meuthen gescheitert. Und wenn Sie jetzt sagen, die Gemäßigteren schweigen, also ich habe es vorher schon mal gesagt, das tun sie nur zum Teil, aber es sieht eben im Moment nicht so aus, als würden sie einen Richtungskampf siegreich für sich entscheiden. Mhm. Frau Fiedler, ich würde gerne noch wissen, wie ist der Einfluss rechtsextremer Bewegung auf die AfD zu bewerten? Zu nennen wäre die Identitäre Bewegung, die Initiative Zukunft Heimat, die sich gegen Asyl wendet, oder das Netzwerk 1% für unser Land, und die Beziehung vom Flügel unterstützt Andreas Kabitz mit der rechtsextremen, heimattreuen deutschen Jugend. Ja, also Herr Kalbitz ist ja nun nicht mehr Mitglied der AfD, unter anderem wegen dieser Verbindungen. Aber er hat einen ziemlichen Einfluss gehabt, nicht? Ja, genau. Also Andreas Kalbitz war natürlich ein wichtiger Strippenzieher des Flügels in der AfD und hat über Jahre zusammen auch mit Björn Höcke die Radikalisierung der Partei vorangetrieben. Und bei der Radikalisierung ist auch diese Verbindung in neurechte und rechtsextreme Organisationen hinein ein wichtiger Faktor. Also einerseits hat man einen Austausch und promotet sich sozusagen gegenseitig. Also Höcke zum Beispiel hat dafür geworben, 1% für unser Land zu unterstützen. Auf der anderen Seite unterstützt 1% für unser Land, also ist ja so ein neurechtes Netzwerk, die AfD. Also man hilft sich ein Stück weit gegenseitig. Es gibt einen personellen Austausch, also zum Beispiel Angehörige der Identitären Bewegung, die dann für die AfD arbeiten. Aber eben auch zum Beispiel Christoph Berndt aus Brandenburg, der ja hinter der Initiative Zukunft Heimat steht, ist für die AfD in den Landtag eingezogen, ist jetzt dort sogar ihr Fraktionsvorsitzender. Also man sieht, es gibt den personellen Austausch und dann findet natürlich auch der Schulterschluss bei Demos statt, wo dann eben Vertreter der AfD zum Teil gemeinsam mit Akteuren aus diesen Gruppen marschieren. Und all das zusammen trägt eben dazu bei, dass es auch dass die Radikalisierung eben weiter fortschreitet. Und das ist eben auch zum Teil von den Radikalen im Flügel gewollt. Die haben diese Sehnsucht nach der Straße, diese Sehnsucht nach diesen Protestbewegungen, die ja zum Beispiel auch Pegida ist, jetzt vom Verfassungsschutz in Sachsen beobachtet wird. Also ganz wichtiger Faktor. Mhm. Frau Bauer, wir haben schon über die Inszenierung in der Gegenöffentlichkeit auch im Bundestag gesprochen. Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse, Seite 104 als Zitat, eine Aussage der Mitglieder der AfD, oder den Bevölkerungsaustausch, auch ein Zitat, der Vorwurf an die Adresse der Bundesregierung, dem deutschen Volk nicht mehr verpflichtet zu sein, sind Provokationen, die Ratschläge von Kubitscheks Aufsatz Selbstverharmlosung, den Sie auf Seite 106 zitieren, nutzen, um die Grenzen des Sagbaren immer mehr zu verschieben. Hat das Methode? Zielt das auf eine, auch wie Sie es schreiben, Opferrolle der Partei? Also unser Buch heißt ja Die Methode AfD
Und das heißt so, weil wir davon überzeugt sind, dass die Partei planvoll arbeitet und eben man nachweisen kann, dass die AfD verschiedene Methoden anwendet, um ihren Zielen näher zu kommen. Und das ist sozusagen ein ganzes Bündel an taktischen Manövern, die wir im Bundestag und auch im täglichen Tun der Partei beobachten können. Also es geht zum Beispiel darum, den Diskurs zu verschieben. Es geht darum, das Vertrauen in die politischen Entscheidungsprozesse zu zerstören. Es geht darum, die Institutionen verächtlich zu machen, also sowohl das Parlament, aber auch andere Verfassungsorgane. Und es geht auch, so zivilgesellschaftlich gesehen, darum, politische Gegner einzuschüchtern oder auch zum Schweigen zu bringen. Und die Methode, die Sie jetzt ansprechen, die haben wir Methode Geländegewinn genannt. Da geht es darum, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Und ich nenne mal ein Beispiel, an das sich vielleicht viele erinnern werden. Das war, als Herr Gauland in einer Rede über die damalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aylin Özbuz, sagte, die könne man nach Anatolien entsorgen. Das sagte er im Eichsfeld in Thüringen. Und es gab die erwartete Empörung, also so viel zu dieser Methode ist klar, dann kommt es zur Empörung. Und typisch ist dann, dass Gauland als erstes in der ersten Erwiderung sagte, er könne sich daran gar nicht mehr erinnern. Dann hat er es relativiert und gesagt, er habe Frau Özbuz nur einen längeren Urlaub empfohlen in einem Land, in dem sie offenbar mehr von der Kultur verstehe. Und in der dritten Runde wendete er dann diese Strategie der Selbstverharmlosung an, wie der neurechte Vordenker Götz Kubitschek eben propagiert, und hat auf Sprecher aus anderen Parteien verwiesen, die das Wort Entsorgung auch schon in anderen Zusammenhängen verwendet hätten. Also sprich, hallo, wir haben gar keinen Tabubruch begangen. Und zeitgleich legt er aber inhaltlich nach und sagte in dem Interview, ich bleibe dabei inhaltlich, dass wer solche Ansichten vertritt, in diesem Land nichts verloren hat. Und hierin liegt genau der Geländegewinn, in dieser Schleife. Ich finde die Analyse wirklich in Ihrem Buch der Entwicklung der Partei vorzüglich gelungen. Frau Fiedler, Sie beschreiben drei Arten von Dilemmata, das Empörungsdilemma oder auch das Altparteiendilemma. Wie haben Sie diese Dilemmata eingeordnet? Ja, es ist natürlich im Bundestag gut zu beobachten. Also gerade beim Empörungsdilemma ist es ja so, dass die Parteien auf Tabubrüche reagieren müssen, gleichzeitig aber der AfD immer wieder Aufmerksamkeit verschaffen, wenn sie das tun. Und am Anfang gerade war es halt sehr, sehr häufig zu beobachten, dass die anderen Abgeordneten mit sehr viel Empörung auf die AfD reagiert haben, dass sie die AfD in ihren Redebeiträgen dauernd in den Mittelpunkt gestellt haben und dann irgendwann aber gemerkt haben, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Art ist, damit umzugehen. Und Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer von den Linken im Bundestag, hat uns dann mal gesagt, wie er das Ganze für sich letztendlich gelöst hat. Er sagte drei Dinge. Viele Provokationen sind es eigentlich gar nicht wert, darauf zu reagieren. Da sagt man entweder einfach nur ganz kurz was dazu und geht dann zu seinen eigenen Inhalten über oder man reagiert gar nicht darauf. Dann gibt es aber auch Tabubrüche und Grenzüberschreitungen, die man dann, wie er sagt, maximal hochziehen müsse. Da nannte er als Beispiel, wenn eben jemand im Plenum von der AfD das Wort entartet in den Mund nimmt, dann kann man das nicht einfach ignorieren. Sagte er, also seine Strategie bei Dingen, wo man die AfD in ihrer Glaubwürdigkeit erschüttern könne, das müsse man dann auch in den Mittelpunkt stellen. Also ist jetzt nicht unsere Empfehlung, aber so gehen Bundestagsabgeordnete eben auch mit diesem Dilemma um. Da ist eben das Beispiel, nannte er das Beispiel Schnittchen-Affäre. Also die AfD hat mal für mehrere 10.000 Euro für ihre Fraktionssitzungen Schnittchen bestellt und hatte damit intern Ärger, aber auch extern hieß es dann, die AfD kritisiert die
Diätenerhöhung für Abgeordnete, aber ja, bestellt eben selbst massenweise teure Schnittchen. Das haben mir dann die anderen Parteien im Bundestag eben vorgehalten, diesen Widerspruch sozusagen. Aber es ist eben nicht das einzige Dilemma. Also wir haben zum Beispiel eben noch das Altparteien-Dilemma, haben wir das jetzt genannt. Also dieses Problem, dass die anderen natürlich sich auf ein gemeinsames Wertefundament berufen und dann in bestimmten Situationen sich gemeinsam gegen die AfD stellen, weil eben zum Beispiel ein Tabubruch stattgefunden hat. Und dann geben sie aber genau dieses Bild ab der geschlossenen Front der Altparteien, was die AfD ja eigentlich versucht zu erzeugen. Also auch das ist schwierig. Es wird nicht den perfekten Umgang damit geben, aber wir sehen eben, dass die anderen Parteien im Bundestag einen Lernprozess auch durchgemacht haben zum Beispiel jetzt auch nicht mehr, wenn die AfD eine Geschäftsordnungsdebatte anstößt und sich über irgendwas beschweren möchte, dass sie unfair behandelt wird und sich da eben als Opfer versucht zu präsentieren. Dann antwortet von den anderen Parteien häufig eben nur noch eine Person und nicht alle, um eben diese Debatte dann möglichst kurz zu halten und der AfD nicht unnötig viel Aufmerksamkeit zu geben. Also man sieht schon, es haben sich über die Jahre bestimmte Umgangsweisen damit herausgebildet, aber es gibt eben doch immer wieder auch Situationen, wo die anderen Parteien überrumpelt sind und auch überrascht, dass sowas überhaupt möglich ist. Also dafür ist ein Beispiel, als die AfD vergangenen November mehrere Blogger aus der rechten Szene mit ins Parlament brachte, die dann auf den Fluren des Bundestages bei der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz verschiedene Abgeordnete und auch Wirtschaftsminister Altmaier gefilmt und bedrängt haben. Das war dann ein Tabubruch, auf den die anderen einfach nicht vorbereitet waren. Und von solchen Überraschungen im negativen Sinne kann es natürlich auch in der Zukunft noch welche geben. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Frau Bauer, wie ordnen Sie den Versuch der AfD ein, den Umgang mit den Erinnerungsstätten zu verändern und überhaupt der deutschen Geschichte der Wunsch des Flügels, die 12 Jahre nicht mehr vorgehalten zu bekommen, die Bezeichnung des Holocaust-Denkmals als des Holocaust-Mahnmals als Denkmal der Schande durch einen Flügelmann. Wie ordnen Sie diese Tendenzen ein? Zunächst mal sind es Aussagen, die in Deutschland mit dem höchsten Empörungspotenzial versehen sind. Also geht es, wie vorher auch schon beschrieben, um zwei Dinge, nämlich Aufmerksamkeit und Diskursverschiebung. Ich glaube trotzdem, es ist wichtig, sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, dass man, dass es der AfD jetzt, wenn sie so spricht, gar nicht in erster Linie darum geht, irgendwie die NS-Vergangenheit zu glorifizieren oder den Nationalsozialismus zu verteidigen, sondern sie hat ein anderes mittelfristiges Ziel. Es geht ihr darum, diesen Zivilisationsbruch zu relativieren und in einen Kontext zu stellen, also einen Kontext herzustellen, der nahelegt, dass halt Staaten und Völker in Kriegszeiten nun mal Verbrechen begehen. Also die Einzigartigkeit wird in Abrede gestellt. Und das bedeutet, dass sie im Grunde, also mit diesem Ziel geht es ihr um eine grundsätzliche Ablehnung der Gründungserzählung der Bundesrepublik, der Grundfesten, auf denen wir stehen. Ja? Und Björn Höcke sagt nicht umsonst, wir müssen wieder wir selbst werden, wir haben keine Zeit mehr, tote Riten zu exekutieren. Also wenn man der Idee anhängt, dass man ein starkes Volk, eine starke Nation habe in einem völkischen Sinn, dann kann man solche Sätze natürlich, dann kann man das nachvollziehen, was er da sagt. Und die AfD folgt, glaube ich, in dem Punkt wirklich eine Art Verschwörungserzählung, indem sie behauptet, die Erinnerungskultur, die wir pflegen, sei nicht sozusagen notwendig, sondern ein Plan zur Selbstauslöschung und Selbsterniedrigung der Nation, sodass man zum Beispiel offener für migrationspolitische Projekte sei. Mhm. Frau Fiedler, die AfD hat Angst vor dem Verfassungsschutz. Das ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Und die AfD weiß nur zu gut, dass sie auch dazu Anlass gibt, nicht?
Jein, würde ich sagen. Also die AfD weiß natürlich, dass sie problematische Figuren in ihren Reihen hat. Sie weiß auch, dass sie zum Teil Anlass liefert. Aber ich glaube, keiner in der AfD würde sagen, ja, es ist richtig, dass die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also was eine Argumentation, die man, wenn man jetzt mit gemäßigteren im Vergleich gemäßigteren Vertretern in der Partei spricht, dann heißt es einerseits immer, der Verfassungsschutz werde instrumentalisiert, um die AfD als Opposition mundtot zu machen. So wird das sozusagen, versucht es die AfD auch vor ihren Anhängern darzustellen. Aber andererseits und dann aber hinter vorgehaltener Hand geben auch gemäßigte Vertreter der Partei natürlich zu, dass man der AfD Anlässe bietet, dem Verfassungsschutz Anlässe bietet und auch Futter liefert. Also zum Beispiel ganz jüngst hatte die neue Parteivorsitzende in Berlin der AfD, Christine Brinker, gesagt, die AfD sei der parlamentarische Arm der Querdenkerbewegung oder der Corona-Proteste, womit aber die Querdenker auch mit gemeint sind. Und kurz zuvor hatte der Verfassungsschutz ja gesagt, dass er die Querdenker zumindest Teile davon und auch Personen davon ins Visier nimmt. Und da haben dann Parteikollegen in der AfD von Frau Brinker natürlich gesagt, ja, solche Aussagen liefern dem Verfassungsschutz Futter. Also es ist ihnen schon bewusst, dass sie Futter liefern, aber ich glaube, gerade auch bei den im Vergleich weniger Radikalen wäre es auch, also können sie vor sich selber trotzdem nicht zugeben, dass sie sich in einer Partei befinden, die zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also das psychologische Prinzip, was dahinter steht, würde ich sagen, ist, dass sie versuchen, kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Das heißt, sie versuchen es vor sich selbst zu rechtfertigen. Sie können wahrscheinlich nicht im vollen Umfang sehen, was ihre Partei da macht und wie sie tatsächlich Demokratie von innen heraus angreift. Also ich glaube, einige sind noch in dieser Partei, obwohl sie eigentlich, wenn sie ehrlich zu sich selbst wären, austreten müssen. Aber sie haben halt viel investiert über Jahre hinweg, viel Zeit investiert, zum Teil auch Geld investiert, Freundschaften verloren. Weil sie schon so viel reingesteckt haben, ist die Hürde natürlich groß, auszutreten. Gleichzeitig haben sie eben ja auch außerhalb der Partei oft dann nur noch wenige Freunde. Also das heißt, es gibt immer noch welche in der Partei, die eigentlich, wenn sie ehrlich zu sich wären, austreten müssten. Allerdings würde ich sagen, das ist trotzdem mittlerweile der kleinere Teil. Also ich glaube, ein großer Teil ist absolut aus Überzeugung in der AfD und steht da auch einfach dahinter. Insgesamt glaube ich aber, würde keiner in der AfD mit Ja antworten, wenn man ihn fragt, ist es richtig, dass die AfD vom Verfassungsschutz jetzt zumindest als Verdachtsfall behandelt wird. Wir würden natürlich sagen, ja, es ist richtig. Herzlichen Dank, Frau Fiedler. Vielen Dank, Frau Bauer. Ihr Buch, Die Methode AfD, ist gerade bei Klett-Cotta erschienen.